Fliege scheint. Ich sagte, es muss Penem sein oder BEA oder vielleicht auch die deutsche Lufthansa. Nur nach Möglichkeit nicht die Never Come Back Airline. Dann an Bord sagte ich dem Piloten, ich vertraue Ihnen meinen Body an. Landen Sie nicht auf dem Acker oder auf dem Ozean. Bitte nehmen Sie die Bahama-Landebahn. Und dann in Nassau, da traf ich Sie. Von diesen Hula-Hula-Mädchen, ihr praller Busen war pralinensüß. Sie trug eine nette Lotusblütenkette, unter dem Bananenschalenkleid war sie allzeit bereit. Und ich dachte, Mann, oh Mann, das macht mich an. Ich glaub, ich bin im Paradies. Am Strand auf einer Palme, schlür Likör und bin bald pickepacke voll. Und dann schmeiß ich mir ne Kokosnuss nach der einen, die es sein muss. Dann weiß ich, dass sie kommen soll. Oh Maggie, oh Maggie. Service sind natürlich auch da und es wird mit Nasenpuder gedealt. Man gibt den Kopf ab an der Garderobe, man braucht ihn nicht mehr in diesem Flair. Es wird rumgemacht die ganze Nacht, bis man morgens um 8 schlapp in die Hängematte kracht. Maggie, jetzt bin ich wieder zu Hause und liege im Krankenhaus. Mein Doktor hatte mir zwar Erholung verschrieben, doch auf den Bahamas flippte ich völlig aus. Oh Maggie, oh Maggie, Reggae Meggi. Reggae Meggi.